Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 2207. Wir sind im Grand Final der Amerika-Region und haben dazu die Zerg-Spielerin in Rot. Das ist Scarlet beim Team Shopify Rebellion. Und die spielt gegen den Protoss in Blau. Da haben wir Astrea beim Team Maturino Esports. Wir starten also hier in ein Best of 7 und wir haben von Astrea Doppel-Gateway, Doppel-Salad-Produktion. Scarlet zieht das mit dem Overlord und parallel hier die Probe baut einen Pylon auf. Da kommt dann gleich die Hatch, sobald Creep da ist, kann man nicht mehr bauen. Das heißt, hier waren noch zwei Pylons reingedrückt. Also Astrea möchte das irgendwie als Basisstation haben. Hat er Salads? Das heißt, er kann hier Salads platzieren, damit die Linge das nicht surrounden können. Das ist so mehr oder weniger der Gedanke. Da kann man auf die Hatch einschlagen oder wenn Linge kommen, kann man sich den Lingen zuwenden. Also man kann die Gebäude quasi ausnutzen, um sich in eine gute Position zu bringen. Der Plan ist es hier, die Linge ein bisschen zu blocken auch. Also einfach, dass das Eingang-Ausgang zu verwenden. Zweiter Salad fehlt gerade noch. Die Probe wird hier angeknabbert. Die Probe tauscht sie jetzt eben aus mit dem Salad. Man sieht das eben, dass er wird die Position genutzt. Die Probe ist trotzdem mega low und wird gefressen. Salads sind aber da und das ist eben genau das Thema. Die Linge werden hier ein bisschen eingespart und die Salads, wenn sie nicht surrounded werden können, sind sie ein richtig gefährlicher Gegner für die Zerglinge. Die Zerglinge werden aber trotzdem immer noch mehr gebaut. Scarlet baut mehr und mehr davon. Es kommt Adept als nächstes. Ein Adept ist jetzt auch schon da. Der kommt aber nicht ganz ran. Die Hedge verliert währenddessen massiv Hitpoints. Lohnt sich das trotzdem für Astrea? Das ist ein riesen Investment, was hier natürlich tätigt. Scarlet geht jetzt aber trotzdem die Basis auf, wie man sieht, der Bord stattdessen Overlords gebaut, weil die Eier bekommt man eh nicht kaputt, die Coupons, und die Overlords fliegen dann, nichts von den Einheiten hier kann die Luft angreifen, für Astrea kommt danach sein Nexus, aber trotzdem, das ist schon mal ein sehr schwungvoller Start von ihm, schafft es erfolgreich, eine Zerg-Hatch auszuschalten, nur eine Frage der Zeit, bis das Ding dann fällt, man will aber nicht gegen die Brütlinge kämpfen, ja, darum wird das eben hier im letzten Augenblick zerstört, wie man sieht, dass man vor denen weglaufen kann. Dass man denen nicht viel Schaden abbekommt und weiter geht's natural ab. In 7 Sekunden ist Linkspeed da, dann können die Linge deutlich besser verteidigen. Somit, was kann die Protoss-Truppe überhaupt noch anrichten, die Adepts? Okay, sie werden die Mainbase gelassen. Die Linge haben das nicht direkt verfolgt. Die Adepts aber werden angerannt. Okay, werden rausgerecallt tatsächlich. Die Resteinheiten ist weggelaufen. Man kann die Pylons noch wegnehmen. Das heißt, man kann zumindest da noch ein bisschen was kaputt machen. Trotzdem, Scarlet hat einiges selbst verloren. Und eben keine dritte Basis, das nervt. Wenn das ein D-Natural vom Protoss aber auch nicht fertig. Also es startet schon mal direkt in ein etwas anderes PVZ von der Startsituation her. Astrea hatte eben den Mining-Vorteil. 25 zu 25 Workers, sammelt jetzt hier auch die Ressourcen weg, dass da reinlaufen kann. So, und ich habe mich gerade gewundert, warum ich rechts ein Gateway höre, aber ich hatte meine Kopfhörer falsch drin. Problem hat sich schnell aufgeklärt. Ja, und Astrea kann das jetzt hier als Startrampe benutzen, um eine dritte Basis zu setzen. Währenddessen Scarlets dritte wird wieder aufgebaut. Hat noch einige Linge damit Speed Upgrade. Aber ja, gegen so eine Engstelle hoch, gegen Salads plus Adepts vorbei. Jetzt wagen die sich raus, da geht vielleicht ein bisschen was. Ah, Scarlet ist nicht überzeugt von dem Fight hier in der Position. Stattdessen wird es mit Creep weiter vorangeschoben. Und wir haben ja tech-mäßig bei Astrea noch nicht viel gehabt eigentlich. Hat er hauptsächlich Einheiten produziert. Man sieht, es gibt jetzt Twilight Council und es gibt jetzt eine Forge. Aber es ist aus dem Twilight Council noch nichts erforscht worden. Erstes Upgrade ist das plus 1, danach geht es aber auf Blink. Obwohl wir noch keinen einzigen Stalker hatten, aber das wird kommen. Dritte Basis auf jeden Fall unterwegs, 34 zu 38 Worker. Die Linge immer noch hier suchen nach einer Möglichkeit, was zu zerlegen. Wenn mal der Pylon hier ist, ne, das ist der Pylon, können wir auch nutzen für ein bisschen Gateway Wall, um den Eingang zur dritten kleiner zu machen. Aber ja, bei Scarlet gibt es einen Roach Horn. Dritte Basis wird eben wieder errichtet. Und ja, dann komme ich mal zu dem eigentlich, was ich jetzt über das Match sagen wollte. Es ist nämlich sehr lustig. Die beiden haben in der Gruppenphase überhaupt nicht stark performt, aber haben sich bis ins Finale durchgekämpft. Also Scarlet war Platz 5 und Astrea war Platz 7 in der Gruppenphase. Also haben wirklich nicht die Top-Seeds, aber sie haben alle Gegner auf ihrem Weg ausgeschaltet. Kann man ihnen nichts vorwerfen, haben sich auf jeden Fall erfolgreich reingekämpft. Sieht man aber nicht so häufig. Oftmals sieht man eigentlich die Leute, die auch in der Gruppenphase stark sind, kämpfen sich auch in den Playoffs bis nach oben durch. Aber hat in dem Fall nicht funktioniert in der Amerika-Region. Gerade für Astrea, der eben als, der sich gerade so durch die Gruppenphase gehangelt hat. Aber es hat funktioniert für ihn. Und steht jetzt eben im Finale gegen Scarlet. Das tut auch nicht das erste Mal, die beiden haben schon öfter gegeneinander gespielt. Wir sehen, Scarlet geht auf Hatch Nummer 4. Also es wird erstmal fleißig Economy gepusht. Blink plus 1. Auf der Protoss-Seite eben mit den drei Basen. Scarlet mit der vierten. Worker-Count steigt und steigt. Tech steigt und steigt. 6 weitere Gateways für mehr Produktion auf Astreas Seite. Ja, die Linge kommen hier nicht wirklich rein gegen die ganzen Gebäude.
Das will man eigentlich nicht aufmachen. Also vielleicht das Gateway knacken, aber der Core, den will man sich nicht zerstören, wenn es nicht gerade sein muss. Nochmal eine Schildbatterie. Der Stalker kommen jetzt so langsam mit dazu. Aber Economy wird einfach weiter wachsen. Das Army Supply wird jetzt weiter wachsen. Overseer scoutet jetzt auch mal los, um zu sehen, was treibt der da eigentlich in seiner Mainbase so. Wir haben hier eventuell auch bald eine fünfte Basis mit dabei. Wir sind bei nämlich 71 Drones. Supply schießt jetzt dann auch gleich mehr und mehr nach oben mit den ganzen Roaches. Changeling wird direkt abgefangen. Scarlet kann also nicht so erfolgreich scouten in der Mainbase, wie eventuell gewünscht. Und es kommt aber jetzt schon Infestation. Bei der es ist halt jetzt nach der Aggression komplette Ruhephase eingetreten. Beide können und tun, was sie wollen. Jetzt ist doch mal wieder Bewegung drin. Nach dem Blink und plus 1 da ist Warplus noch wieder zu Observers mit dabei. Die Protoss Army will mal ein bisschen die Lage checken. Aber es ist auch viel Zerg schon da. 11 Roaches, 17 Linge. Es kommen nochmal weitere Roaches, weitere Ravager. Kommt damit drauf. Roach Speed fehlt gerade noch. Das heißt, die Truppe will noch nicht unbedingt kämpfen. Trotzdem, es wird gerade gekämpft. Forsteeds werden gesetzt. Guardian Shield ist aktiv. Cross Spies auf die Forsteeds, dann Cross Spies auf die Protoss Army. Die Sentries wurden bereits zerstört. Warpin kommt mit dem Warpin und Blink wird jetzt eingesetzt. Sind die Stalker hier genug? Es macht nicht den Eindruck. Und Astrea kann ja nicht durchbringen. Scarlet hat genügend Masse, dem sie dem entgegenschieben kann. Trotzdem, Creep wird in der ganzen Flanke hier abgeräumt. Mal sehen, ob sie Astrea dann auch rausbewegt für die eigene vierte Basis. Sind aktuell 57 Worker, er baut aber noch ein paar mehr davon. Es kommen noch ein paar Sellets als Puffermaterial mit dazu. Charge ist aber nicht da. Also die Sellets sind gar nicht mal so besonders hier. Die laufen langsam nach vorne und werden dann zerstört von den Roaches. Das ist so deren Schicksal, wenn man die hier reinschickt. Und so wird das auch eher eine Drop-Aktion mit den Sellets, anstatt die mit in den Kampf zu ziehen, weil sie sind einfach nicht schnell genug, um hier mitkämpfen zu können. Plus 2 kommt und vierte Basis kommt. Weitere Creep wird abgefangen. Die Skorker versuchen das hier nochmal an einem Snipe. Blinken dann raus und Warprison fliegt die Mainbase an. Die Mainbase hat da ein bisschen Blindspot. Das heißt, Scarlet wird das noch nicht ganz mitkriegen, dass da gleich was ankommt. Ja, da war nicht zuletzt ausgeladen, hier am Rande. Jetzt sieht man das und da kommt ein Fallout-Warpin auch noch. Parallel die Stalker machen hier vorne noch Stress. Blinken sogar aggressiv weiter und diese letzte wollen sie jetzt durch die Mainbase schlagen. Wollen sie die... Okay, sie wollen den werdenden Hive-Tech zerstören. Das ist sehr, sehr mutig. Es ist plus 1 Attack drauf. Ein paar Salets werden hier abgelenkt von den Roaches. Die versuchen sie jetzt da durchzukotzen. Stalker werden das dann auch zurückgezogen. Die Salets, es war ein mutiges Unterfangen, aber die haben ein bisschen Damage vergeben quasi. Die hatten mehr auf den Head leer drauf prügeln können. Jetzt sind da noch 600 Hitpoints drauf. Also es ist ein sehr verwundetes Ziel, aber es wird zum Hive-Tech werden. Währenddessen kommt der Lurker denn. Es kommen weitere Upgrades bei Scarlet. Aber dafür, der Astrea kann entspannt seine vierte bauen, weil er halt mit sehr viel Aggression unterwegs ist und das darüber verteidigt. Stalker ist immer noch unterwegs. Aber ja, das Salad-Opfer hat sich gerade nicht ganz gelohnt. Hat jetzt aber auch nicht so viel gefehlt. Aber wir haben einen Hive-Tech mit 800 AP, das ist natürlich sehr verlockend. Man will diesen Ding so gerne den Gnadenstoß versetzen, wenn man schon so viel Damage drauf gemacht hat. Aber das wird Astrea erstmal nicht hinbekommen. Scarlet checkt mit den Lingen die Lage. Wo ist eigentlich die nächste Protoss-Basis? Und die findet sie gleich auch. Hier oben die vierte. Die Stalker sind ein bisschen in der Gegend. Da kommt ein großer Warp in den Salads. Die Stalker können sie hier mit reinwerfen, um die Linge ein bisschen abzufangen. Und wir haben fast Next Out Supply für Scarlet. Aber für Scarlet zählt gerade eher der Tech, den sie da bauen möchte. Weiter Upgrades. Jetzt kommt ein Zazydras. Also jetzt nähert sich das Supply dem Maxer. Das können dann noch Lurker folgen. Lurker Upgrades noch wichtig. Also Scarlet bekommt alles, was sie haben möchte und sammelt währenddessen Bank. Aber auch Astrea's Economy ist stark. Mit 77 Probes jetzt in der fertigen vierten Basis. Scarlet hat inzwischen eine fünfte auch gebaut. Den Weg aufgesammelt. Warprison wartet hier hinten noch auf eine gute Gelegenheit. Plus 2 auf dem Protoss-Einheiten ist drauf. Die Stalker belagern hier immer noch den gleichen Winkel. Haben jetzt aber auch Disruptor mit dabei. Wenn das in die ersten Vipern auch gebaut werden. Also das Spiel schaukelt sich da weiter hoch. Disruptor macht schon mal einen guten ersten Treffer. Nimmt ein paar Roaches mit. Neue Basis ist online. Währenddessen Sledrun Bycott ohne Charge. Sieht das so mühselig aus. Die schleichen so über die Karte. Charge ist unterwegs. Das braucht noch ein bisschen. Plus 3 Attack ist dann auch unterwegs. Also es könnte gleich von drei Seiten angegeben. Die Stalker hier vorne, das Warprism Richtung Main und die Salets hier unten. Dass man als Scarlet Schwierigkeiten bekommt, alles sinnvoll zu verteidigen. Währenddessen werden aber mehr Lurker gemorpht. Wir sind bei 4, es kommen nochmal 4. Die Salets, es sind halt langsam. 10 Sekunden bis Charge. Die Roaches können das also noch sehr gut kiten. Gegen Charge wird es dann etwas ungemütlich. Jetzt ist Charge drauf. Und die Salets hier werden abgefangen. Die Stalker versuchen sofort wieder auf den Highground hier zu kommen. Aber da sind Lurker, da sind Disruptor. Die versuchen den ersten zu sprengen. Das schaffen sie auch erfolgreich. Die Salets währenddessen ziehen sich zurück. Missletex 2 kommt für Scarlet, hier ist trotzdem weiterhin quasi maxed out. Aber wir sind bei 80 Props, also Stress Economy ist auch wirklich stark. Vor allem, da kommt die nächste Basis hier drüben. Er hangelt sich dazu Scarlet hin, aber lässt dafür die Disruptor offen stehen und die werden sofort gesniped. Schnell reagiert von Scarlet, zweimal abduckt, zweimal tote Disruptor, erfolgreich den Protoss ausgebremst. Und auch der Observer wurde gerade zerstört, also die Stalker können hier gerade nicht mehr wirklich kämpfen. Die Kugel könnte jetzt noch geil werden, aber nein, da kommt der Abduckt zuerst. Also wird die Kugel abgebaut und dafür schnappen sich die Stalker noch eine der Vipern. Trotzdem war das
ganze Fighten für Astrea gerade teurer als für Scarlet. Somit das Game. Ja, kriegt noch mehr Tech, noch mehr Upgrades, noch mehr Masse, noch mehr Economy, die darunter gesammelt wird. Wobei Scarlet kann es nochmal selber zum Angriff übergehen. Hier belagert sie die Natural. Parallel gibt es einen zweiten Angriff auf die neue, auf die fünfte. Die wird das nicht überstehen gegen Lurker. Die haben plus zwei Mr. Dex. Da wird nicht mal alle verwendet dafür. Also die vierte soll es dann auch noch treffen. Selbst die Roaches sind ein Problem gerade hier für Astrea. Aber dafür die Kugel. So sind die Roaches kein Problem mehr, wenn die Kugel mal die Hälfte davon rausnimmt. Aber die Lurker sind die Schwierigkeit. Blinding Cloud auf die Static Defense. Celeste kommen wir dran. Detection ist gerade noch da, solange die Cannon lebt. Cannon fällt aber gerade auseinander. Parallel wird die Wall eben hier belagert. Jetzt hat Astrea die Probleme. Und er sagt sich, nee, ich habe keinen Bock gegen die Lurker zu kämpfen. Ich gehe auf Counter-Attack. Ich renne die jetzt einfach selber hier irgendwo rein und zerstöre Zeug. Die Celeste werden das schon irgendwie in den Griff kriegen. Und tatsächlich, der Nexus hier steht noch. Die Wall währenddessen wird runtergeschossen. Die Roaches wurden aber schon ausgenommen. Nochmal mit dem Disruptor, der 4 Kills geholt hat. Also die versuchen das zu halten. Wenn das die Lurker kommen, zurück versuchen die Protoss-Army zu zerstören. Die hat ein paar einmal 8 Drones mitgenommen, versucht auch die Hedge zu zerlegen, aber das reicht nicht ganz. Man muss halt den Lurkern ständig ausweichen. Dagegen hat Astrea nichts wirklich Gutes. Hier überrennt er den Rest mit ein paar Zealots. Der Trupp ist also aufgehalten. Die Wall ist trotzdem offen. Die Stalker wandern weiter. Können nochmal rausblinken, wenn sie wollen. Haben es aber nicht geschafft, die Hedge zu snipen. Die Zealots rennen nochmal runter. Die zerlegen hier unten nochmal weitere Drones. 78 zu 67. Hier der Workaround beim Zerg fällt er nochmal ein bisschen. Scarlet fehlt nochmal ein paar Drones mehr. Fällt damit unter 60. Baut 19 Hydras allerdings. Und hat noch sehr viel Geld davor. Ihr fehlt es an Larven tatsächlich. Scarlet hat nicht genügend Larven, um das zu bauen, was sie möchte. Wie man sieht, ist noch sehr viel Kohle da, aber einfach nicht die Larven, um nachzubauen. Warprison wurde da jetzt auch aufgehalten in der Zwischenzeit. Das ist in diesem Kampf auch irgendwo zwischendrin gestorben. Dafür aber, für Astrea hat die Basis gehalten, lustigerweise. Er hat immer noch den Nexus hier. Muss aber noch einmal eigentlich diesen Lurker loswerden. Das Raptor kann helfen. Das Raptor wird helfen. Und dann schmeckt sie noch eine Probe dabei. Ist doch auch schön. Am Supply ist der Protoss gerade vorne. Jetzt hat Scarlet nämlich kein Despingas mehr. Und das Mining ist von ihr doch abgeschlagen. Also sie hat deutlich mehr kassiert. Ihr Angriff hier oben hat halt nicht so viel erreicht. Hat hauptsächlich die Static Defense belagert und den Nexus ein bisschen gekitzelt. Und der Angriff hier hat auch nur eine Wall zerstört, die jetzt nicht so essentiell wichtig war aktuell. Ich meine, es ist alles offen für Lingrum-Bice, aber Scarlet kann gerade nicht wirklich Lingrum-Bice machen. Sie hat nämlich nicht so viele. Sie hat hauptsächlich Hydras und die Hydras müssen sich immer der Protoss-Armee rumschlagen. Da kommt eine richtig starke weitere Disruptor-Kugel. Die Zerg-Armee wird hart zermürbt und Scarlet hat zwar Mineralien, aber kein Vespingas. Morph weitere Lurker kriegt jetzt aber nochmal einen Run hier mit ein paar Zealots auf die Static Defense. Die Hedge ist auch noch angeschlagen. Da helfen natürlich auch die Viper, die machen Schaden auf den eigenen Gebäuden. Die Zealots währenddessen prügeln sich durch das nächste Gebäude durch. Und dann ziehen sie sich erstmal zurück, damit die Basis ist verbundet und muss weiter verstärkt werden. Dafür hat Scarlet Mineralien. Also Spinecaller gehen, man hat ja noch 2000 Minerals. Zealots kommen dann aber schon wieder und chargen da einmal auf die Lurker drauf. Da ist ein Observer mit dabei, das heißt, es kostet zwei Lurker. Die Zealots sind überraschend erfolgreich. Hier auf dieser Seite auch die Queen kriegt das zu spüren. Auch der Creep, generell die Zealots man hier gerade so viel. Währenddessen bringt sich die Protoss-Army eigentlich erstmal in Position hier drüben. Dass das Dreher ist da noch nicht mal angekommen an dem Ziel, wo er hin wollte. Hier wieder Charge auf die Lurker. Es sind noch einige Zealots. Erster Lurker fällt, zweiter Lurker könnte auch noch fallen. Der dritte. Schafft er das dann im Alleingang gegen zwei Zealots? Es wird knapp, aber er schafft das gerade so. Dafür kommt da der nächste Run bei und der zerlegt diese Hedge hier. Da waren die Lurker nicht ganz in Position. Also gerade Astrea überrennt hier Scarlet, Flanke für Flanke. Hat einfach mehr Masse. Scarlet hat immer noch ein bisschen was an Geld, aber nicht das Supply, das sie braucht. Geht jetzt auf die Spire, geht auf neue Queens. Einfach die Larven gefehlt haben für eine lange Zeit. Dafür die Protoss-Army kommt hier mit Archons vorbei. Lightning Clouds werden zwar gezündet, aber die Archons stehen vorne, lasen sich durch die nächsten Lurker durch. Das ab der Kugel mit dazu. Hydras werden zerstört, die Viper geben ihr Bestes. Die Protoss-Army wird dann ein bisschen aufgehalten. Und die Basis hat dann auch entsprechend verteidigt. Aber trotzdem, für Scarlet viele Probleme. Sie ist runter auf 4 Basen. Nee, ja, doch sind 4 Basen. Aber so toll laufen die nicht mehr. Also es sind nicht mehr volle 4 Basen. Die haben ja dann die Main und Natural, die schon jetzt seit 15 Minuten aktiv sind. Also da gibt es nicht mehr so viel zu tun. Die Scarlet wieder mal ein Problem. 12 Drones haben wir mitgenommen. Wir sind währenddessen bei 92 Probes. Also Astrea spielt hier quasi den Zerg mit der massenhaften Economy. Und eine Welle nach der anderen wird auf den Gegner zugeworfen. Also er dreht das, den Spieß gerade wirklich um, wie dieses Matchup eigentlich funktioniert. Scarlet mit der Defensive mit diesen ganzen Lurkern, aber sie kriegt das nicht so gut verteidigt. Sie hat immer wieder Verluste, kritische Verluste auch. Die Economy läuft halt nicht so blenden. Die Vipern waren jetzt nochmal angeblinkt. Die erste wird gesniped, die anderen beiden bleiben erstmal am Leben. Die Hydras dafür war nochmal aufgesammelt. Überall, wo halt Lurker nicht stehen, hat die Protoss-Army wenig Respekt vorm Zerg. Vor der Zerg-Truppe. Da kommt noch das zweite Schild-Upgrade, da kommen nochmal mehr Zealots. Wenn das in die Basis hier oben läuft, da gibt es nochmal einen Lurker, aber der wird aufgehalten von Zealots in Masse. Das hat nicht funktioniert. Parallel unten die Static Defense tatsächlich. Sie lohnt sich. Gut, dass man die gebaut hat. Am Ende Scarlet einfach mit dem GG. Sieht aus dieser Situation keinen Ausweg. Ich meine, ja, ihr Gebiet wird immer weiter begrenzt, wie man sieht. Sie wird trotzdem noch belagert. Schafft da keinen Befreiungsschlag. Hat jetzt eine Hedge unterwegs, aber da werden gleich Zealots vorbeikommen. Oben war ein Riesenhaufen an Zealots. Der war gerade hier. Also entsprechend, das war mit ein Zeichen, warum Scarlet hier GG schreibt. Weil hier fällt jetzt halt eine Zealot-Truppe ein, die wieder sehr viel Schaden angerichtet hätte. Währenddessen Astrea's Economy läuft und läuft.
20 zu 26.000 Resources lost. Auch Ezreal hat nicht mal das bessere Trading-Verhältnis von den beiden. Und konnte sich selbst mit den Lurkern hier nicht halten. Also Astrea einfach macht das so ein Chaos, so viele Aktionen draus, dass die Lurker für Scarlet nicht genug sind. Das heißt, Astrea schnappt sich hier das 1 zu 0. Nach einem furiosen Start geht es weiter auf Dragon Scales mit eben der 1-0-Führung für Astrea. Best of 7 ist das ja hier. Gerade mal nachgeguckt, die beiden haben über 30 Serien schon gegeneinander gespielt. Dabei auch sehr ausgeglichen gespielt. Es steht 17 zu 15 für Astrea in Serien. Und 57 zu 54 in Maps für Scarlet. Also Scarlet führt in Maps, Astrea führt in Serien bei den beiden. Haben schon einige Games gegeneinander gemacht. Und es ist anscheinend immer wieder mal eine knappe Sache zwischen den beiden. Astrea hat jetzt erstmal die Führung. Schickt den Adapter nach vorne. Ganz normale Gateway-Expansion. Robo, die hier der Tech, also kein Stargate von seiner Seite. Diesmal auch nichts mit diesen Doppel-Gateways, was er da in der ersten Map ausgepackt hat. Für Scarlet ist es eben die Hedge Gas Pool, dann die dritte Hedge mit Speed Upgrade. Also das übliche Opening-Thema eigentlich für dieses Matchup. Kennt man ja, hat man schon oft genug gesehen. Und mit der Robo für Astrea wird das eventuell ein War Prison Play werden. Erstmal gibt es aber einen Observer. Der Adept geht hier kurz ran, aber bekommt keinen Kill, muss dann wieder rausporten, denn sonst schwinden seine Hitpoints. Link Speed in ein paar Sekunden verfügbar. Währenddessen ist die dritte Basis auch gleich online. Der Adept ja, alleine will er da nicht unbedingt vorne bleiben. War Prism kommt. Mal sehen für Scarlet. Overlord hängt hier auf dem Highground ab. Also der sieht aktuell noch das Gateway, das da rumsteht. Die Robo hat er nicht gesehen. Davon ist er weit entfernt, das zu scouten. Währenddessen sind Linge aber noch unterwegs. Die Linge können sich jetzt um die Protospace herum aufteilen, ob irgendwas fliegend die Basis verlässt. Und genau das passiert ja auch. Scarlet schickt das in Patrouille-Move hin und her, dass man einfach mitbekommt, wenn was aus der Protospace raus will. Oben haben wir noch den Overlord, der das einen Blick hat. Einfach die anderen Winkel da noch irgendwie checken. Oder man kriegt einen Link rein. Nein, hat nicht ganz funktioniert, aber das Warp Prism wird gesehen von Scarlet. Hat das auch kurz angeklickt. Also sie weiß auf jeden Fall, dass es unterwegs ist. Es kommt ein Roach von auf ihrer Seite. Es waren jetzt Einheiten gebaut. Denn da kommt auf jeden Fall Aggression rüber. Astrea mit Adepts, aber ohne Upgrade. Das sind ganz normale Adepts. Davon 4 Stück. Und das Warp Prism kann natürlich eine zweite Aktion irgendwo starten, wenn das irgendwo reinfliegt. Observer kann sich auch irgendwie mit einbringen. Gegen den Creep als Detection. Immortal wird gebaut, aber das wird noch dauern. Es kommt Sporkhole auch zur Vorsicht mit dazu. Und erster Adapt Teleport wird hier durchgezogen. Der wird durchgezogen. Adapts springen einfach rein und werden dann vom Warpism gesaved. Zwei Drones kurz mitgenommen. Da kommen jetzt aber direkt nochmal mehr Drones oben drauf. Ein paar Einheiten sind da für Scarlet. Neben Sporkhole wird platziert, dass das Warpism nicht einfach so irgendwo vorbeifliegen kann. Währenddessen nächste Immortal für Astrea und mehr Gateways. Also Astrea will auch zwei Basen mächtig Druck machen, baut auch seine Economy nicht weiter aus, bleibt auf 42 Probes aktuell. Da kommen noch Sentries mit dazu. Und die Adepts warten quasi, bis ihr Teleport ein bisschen fortgeschritten ist. Dann wird er reingeschickt, wieder mal reinporten, Drones rausnehmen, rausporten. Bis er sich evakuieren lassen vom Warp Prism. Das wäre der Traum hier. So bekommt man eine weitere Drone. Aber das Warp Prism kassiert langsam Damage. Gibt es da schon Hitpoint-Schaden? Ne, noch nicht ganz. Es fehlt noch einer weiterer Angriff. Währenddessen gab es hinten aber nochmal einen Adept, der reingeschickt wurde. Schafft nochmal eine Drone, aber verliert dafür auch sein Leben. Und das Warp Prism hat nochmal ein bisschen Damage abbekommen. Runter auf 65 HP. Fliegt denn jetzt raus. Muss ein bisschen warten, bis die Schilde wieder da sind. Und die Frage ist, wann kommt der Rest der Protoss-Truppe nach? Weil man sieht, da wartet schon was. 4 Sentries, 5 Sentries sogar. 4 Salads, 2 Immortals. Und das setzt sich jetzt in den Weg und da kommen nochmal 2 Gateways. Also Astrea hat nicht im Sinn, hier massenhaft auf die Economy zu spielen. Nach Cursor, da kommt einfach mehr Masse. Wird Zeit, den Zerg zu zerlegen. Immortal Sentry, das ist so richtig oldschool eigentlich. Aus den Zeiten, als Brooded Infestor ein großes Thema war. War Prism, 3 Immos, ein Satz Sentries und dann zerlegt man einfach den Zerg mit Force Fields und Immortals in Kombination. Kann hinter sich noch die Tür schließen mit einem Panel, das hat nicht funktioniert, weil der nicht noch im Weg waren. Aber es geht nach vorne mit einem massiven Angriff. Kann Scarlet dagegen standhalten? Sie hat gleich noch einen Leertag, aber bis sie daraus irgendwas an Upgrades kriegen wird, das wird dauern. Und die Zeit hat sie, glaube ich, nicht. Also muss das jetzt mit dem verteidigen, was sie gerade noch hat. Da kommt entsprechend einmal der Korken rein, dass die Protoss-Basis zu ist. Weil da gibt es einen Lingram bei, der da versucht aufzubrechen. Wenn das neben Corrosive Ball soll Zeit gewonnen werden oder die Protoss-Armee zermürbt werden. Aktuell wird da noch recht gut gedodged. Dritte Basis, gerade die Kampf an Linge kommen von der Rückseite. Die wollen den Protoss in den Rücken fallen. Scarlet hier mit dem Setup. Frost-Energie ist noch mehr als genügend da. Die ersten Drones gehen drauf. 48 zu 42 eben die Linge. Jetzt rennen sie da gerade ran. Ne, ziehen sich wieder zurück. Die Forstels da vorne zerstören einiges im Zeug. Plus Balls eben auf die Forstels, um die wieder wegzukriegen. Also ist immer noch Energie da. Also nächste Welle Forstels kommt. Und der
Protoss arbeitet sich hier nach vorne. Die dritte Event ist eine Schwäche. Da kommen wir zum Zeus aufs Gebäude. Da wird hinten Zelle surrounded. Linge ist jetzt irgendwie mit drin. Machen aber nicht allzu viel. Rennen weiter ran auf die Stalker. Die Stalker Army versucht sich jetzt dem entgegenzustellen. Der Protoss Army knallt sich trotzdem hier noch sehr, sehr gut auf. Haben die Immortals. Kann einfach eine Schelle nach der anderen austeilen. 9 Kills auf dem Kollegen, 6 Kills auf dem anderen und 6 Kills auch auf dem dritten. Also die haben schon so viel kaputt gemacht. Die Linge rennen wieder ran, treffen aber auf Salads. Die Immortals laufen näher. Rose Spice treffen immer nicht die Immortals. Jetzt hat man einer seine Schilde unten. Aber der ist trotzdem noch sehr, sehr standhaft. Und Starlet hat hier einfach nicht genug. Astrea rollt darüber, macht da das 2:0 mit seinem erfolgreichen Sentry Mortal Push. Ja, dafür hat man die Ravager dann eingeführt. Die kam dann mit dazu, dass man eben Forcefields brechen kann. Ansonsten wäre der Zeug da öfters mal gegen Forcefields einfach komplett aufgeschmissen gewesen. Hier hatte Skull einfach nicht genügend Masse, um sich dem entgegenzustellen. Hatte die Roaches und Ravager am Aufbau bisher im Prinzip noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber ihre eigene Konvi wäre jetzt auch nicht so der Brüller. In der Zwischenzeit hat einige Drones über die Zeit verloren. Und eben wenn die dritte währenddessen nicht arbeiten kann, macht das Ganze nur noch schlimmer. Also Astrea spielt hier sehr zielgerichtet und hat Erfolg, erhöht seine Führung. Auf Altitude haben wir dann doch das Stargate mit einem Oracle. Also der absolute Klassiker, die Gateway Expansion mit dem Adepten. Der Adept ist drin, der Adept will auch wieder raus und kommt auch durch. Hat einen Kill gemacht, hat noch ein paar Spore-Kolleginnen zieht erzwungen, die Drones aber blieben am Leben. Kill, den er gemacht hat, war aber eine Drone. Also einen Worker zerstört, andere beschädigt. Adept aber auch hat massive Hitpoints verloren. In keinem guten Zustand mit seinen 12. Nächster Schritt ist dann eben das Orakel, das sich hier auf den Weg macht. Währenddessen kommt dann das Weitere und damit kann man auch den Weg zur dritten Basis bahnen. Wenn er das möchte, weil Astrea hatte in der vorigen Map einfach nur 2 Basen sind genug. Damit kann ich Scarlet auch so zerlegen. Oder gehält sich auch erstmal noch zurück. Scarlet mit den Queens, auch mit dem Safety Sporecrawler noch mehr Queens unterwegs. Mehr Drones kommen dann auch. Und hier aber Vorbereitung dritte Basis. Also Astrea wird hier einen weiteren Nexus sich dazu holen. Die Frage ist, wie Scarlet reagiert. Versucht sie vielleicht mal die Initiative zu ergreifen. Astrea zu belagern. Der schnappt sich dann noch ein Twilight-Counts-Leben als Tech mit oben drauf mit dem Gateway hier als mehr Produktion. Die 3 Basen sind soweit aktiv auf Scarlets Seite und Infos sind viele. Scarlet hat sehr gute Scouting-Infos, sieht mit dem Link die dritte, hat die Oracles anfliegen sehen. Also hat hier gerade wirklich einen sehr, sehr soliden Informationsstand, was Astrea genau wo und wie macht. Und der geht auf Resonating Glaives, das Upgrade für die Adepts kommt. Mit das Linge rennt da gerade schon mal raus, um die dritte noch ein bisschen anzuknabbern. Sind sogar einige Dinge. Die Oracles waren währenddessen zurückgeschlagen. Die werden also auch nicht zu Hause für eine Verteidigung. Wir haben einen angeschlagenen Adept und 2 gesunde Adepts. Reicht das? Das sollte reichen. Die Linge ohne guten Surround könnte nicht so viel erreichen. Jetzt kommen erstmal ein Satz Overlords. Die Oracles haben sich währenddessen 3 Drones geschnappt. Es gibt in dem Fall aber noch keinen Roach Warren. Erstmal kommt der Leertech. Bei Roach Warren wäre fast wünschenswert, wenn es hier dann doch gegen Adepts geht mit Resonating Glaives. Also das könnte noch eine Überraschung werden für Scarlet. Da ist nämlich der Warp Pylon dafür da. Das ist ein langsamer Pylon, da fehlt das Gateway. Und Scarlet hat selber was. Scarlet möchte die Initiative ergreifen, da kommt Nydus Netzwerk. Also Link wie Nydus ins Protoss-Gebiet. Der Overlord hier wäre in Position, dass nur Pylons ihn aufhalten können. Wie viel Vision hat das? Er sollte jeden Nydus sehen. Die Frage ist, kann Nydus aushalten, weil wir eigentlich selber angreifen. Das heißt, seine Enderten sind tendenziell auf der Map unterwegs. Scarlet versucht natürlich noch, wenn es geht, diesen Nydus zu verstecken. Dass Astrea den nicht scoutet, bisher hat er den nicht gesehen. Dreht auch hier aber. Sehr weit in das Nydus-Netzwerk nicht auf dem Schirm. Das ist gleich fertig. Viele Dinge kommen. Resonating Glaives ist ein paar Sekunden da. Das wird dann eine sehr bunte Mischung, bei wem wie viel Arg abgeht. Das sieht man jetzt. Die Linge rennen auf die dritte. Der Nudus kommt in die Main. Jetzt kriegt Astrea stattdessen die Probleme. Recoil wird sofort verwendet auf die dritte. Die Linge sind hier, die Adepts sind jetzt alle hier mit Resonating Glaives. Das heißt aber wiederum mit der Mainbase kann man zuschlagen. Da ist jetzt gerade gar nichts da. Der Stalker ist kurz zurückgelaufen, kann nochmal die Lücke stopfen. Das ist wichtig, aber Mainbase Nudus ist dafür komplett fertig. Queens sind drin, Adepts porten rein. Die Linge brauchen lange, bis sie aus Nudus rauskommen. Es werden mehr und mehr. Scarlet legt jetzt hier nach und währenddessen auch Angriff auf die dritte Basis mit den restlichen Lingen. Oracles helfen hier aus, aber auch da gibt es Schwierigkeiten. 5 Probes sind down, die Adepts schaffen die das mit den Oracles zusammen. Es scheint zu reichen. Wie sieht es in der Mainbase aus? Kann Scarlet sich hier durchsetzen? Next Nudus ist jetzt vor der Protoss-Base hier fertig geworden. Also Scarlet kann sich von A nach B bewegen. Die Queens sind ein Riesenproblem in der Mainbase. Belagern nach und nach den netten Schiffe. Die Overcharge ist gezündet. Linge währenddessen fressen hier einen Adept weg, können theoretisch auf die dritte wechseln, wenn sie wollen. Mehr Adepts kommen nicht hier mit dazu. Die Queens haben Schwierigkeiten hier. Es sind nämlich alleine. Die Linge sind keine große Hilfe. Die dritte wird auch kennen. Natürlich erst Astreas Defense scheint erstmal recht solide zu sein. Nimmt mehr Linge raus, nimmt jetzt die ersten Queens auch raus. Die Oracles haben noch Saft für mehr Laser-Energie, wenn sie das brauchen. Aber die Adepts machen das schon. Die Adepts setzen sich durch eine Queen nacheinander und sich die Linge tröpfeln hier rein und werden dabei zerstört. Die Protoss-Economy hält immer noch stand. Die Protoss-Armee hält immer noch stand. Schildbatterie ist nicht mal wirklich mit in Reichweite. Astrea hält das. Garnet kommt überhaupt nicht durch. Wird dann nach und nach abgeblockt. Hat da kein Opening direkt gefunden, keinen kritischen Schaden gefunden. Und Astrea
macht damit eine erfolgreiche Defense und damit sein 3:0. Also Astrea, wirklich der Overperformer, wenn man ihn da von der Gruppenphase rausgesehen hat, hätte man es glaube ich nicht erwartet. Ist jetzt hier mit Matchball unterwegs gegen Scarlet im Finale. Auf Royal Blood geht's jetzt weiter. Der nächste Adept wandert hier durch die Gegend. Es gibt ein weiteres Stargate für Astrea. Und ja, jetzt Matchball in diesem Finale. Er hat es fast nicht aus der Gruppenphase geschafft. Hat es im Viertelfinale auch gerade so geschafft mit einem 3:2. Aber seitdem irgendwie legt er mit jeder Serie einen drauf. Hat er sich die anfängliche Zeit einfach nicht angestrengt? Oder was genau, welcher Schalter wurde beim Umgelegt, dass er jetzt einfach so abräumt gerade? Kann Scarlet diesen Run stoppen? Scarlet ist wahnsinnig erfahren, hat schon so viele Turniere hinter sich und will ganz sicher nicht zu null hier gegen Astrea rausgehen. Also da muss schon noch was drin sein. Problem ist halt jetzt, ja, das längere Game hat nicht gegen Astrea funktioniert, die Lurker haben nicht wirklich funktioniert, der Nydus hat nicht funktioniert. Welche Option hat Scarlet? Was ist ihre Wunderwaffe, um Astrea hier zu brechen? Der wirklich gerade einen sehr, sehr starken Run am Laufen hat. Oracle also im Anflug auf die dritte. Scarlet baut Queens, Sporecaller kommt, es kommen Linge mit dazu. Wir sehen hier, geht der Adept auch nochmal mit rein, der versucht da Drones loszuwerden. Adept verliert Hitpoints, der Oracle lasert mit 4 Kills, aber auch das Oracle kassiert einiges hier. Runter auf 40 Hitpoints selbst. Und wir kriegen kein weiteres Oracle, sondern wir kriegen jetzt stattdessen einfach ein Twilight Council. Wird das ein weiteres Mal Resonating Glaives? Was Astrea hier vorhat? Einfach spielt denselben Song nochmal. Dritte Basis ist aber am Start und wir haben hier einmal Linge an der dritten Basis. Die sorgen für Probleme. Hier ist kein Adept zur Defense. Zweites Oracle ist mit dabei. Ein Pylon wird gecancelt. Nexus ist safe soweit. Adept Warpin kommt da noch. Trotzdem zumindest etwas Damage, was Scarlet hier machen kann. Das ist nicht so verkehrt. Weil der Council wird also fertig. Mehr Sporecaller kommen da noch. Ich meine, ich gehe fast davon aus mit dem Adept Warpin, den er vorhin gemacht hat. Es könnte aber auch Blink werden. Was hat Astrea hier vor mit diesem Twilight? Erstmal fehlt das Geld. Dieses Geld wurde noch eine Oracle gepumpt. Ressourcen sind jetzt wieder da für ein Upgrade. Und da es kommt Blink. Okay, es wird eine andere Option gewählt. Linkstalker sind das Thema. Die Linge versuchen aber vorbeizukommen. Es ist nur ein Adept hier. Man kann die Probes theoretisch zwischen den Basen abfangen. Aber das Geld wird von der anderen Seite auch ein bisschen belagert. Am Ende hat sie zu viel Respekt vor den Protoss-Einheiten. Holt sich aber plus 1 Melee-Attacks. Mehr Drones kommen auch mit dazu. Wir haben 3 Basen. Die Queens injecten, 7 Stück auf dem Feld, also mehr als genügend Queens, um da für Larven zu sorgen, um da mit einigen Lingen zu spielen. Da hier nochmal Adept gefunden, surrounded, gefressen, kostet aber einige Linge dafür. Hat sich, glaube ich, am Ende nicht ganz gelohnt, der Fight. Müssen warten, bis der Battle Report umschwenkt. Aber normalerweise waren das mehr Linge, die das gekostet hat. 3, 2, 1 und bitte der Wechsel. Da haben wir 8 Linge für einen Adept. Wie man sieht, da hat Astrea am Ende mehr Mineralien zerstört. Das hat sich für Scarlet nicht unbedingt gelohnt. Wir haben aber jetzt 24 weitere Linge im Bau. Leertech kommt noch mit dazu. Die Oracles währenddessen sind in der Mainbase. Zerlegen die erste Queen tatsächlich. Dreifach Oracle Laser Damage ist genügend, um die Queen auszuschalten. Ich meine, die Queens hatten nicht die Energie für Transfuse. Das heißt, konnte das nicht retten. Queen-Anzahl also reduziert. Dafür das Oracle, aber eins fällt, das andere ist sehr angeschlagen. Das hat auch Konsequenzen für Astrea, die ganze Aktion hier. Und er stellt sich selber da drüben auf mit einer vierten als Gold Base. Also jetzt dreht er richtig durch. Schildbatterien noch mit dazu. Das ist seine Basisstation für einen Push. Und gleichzeitig noch Goldmineralien. Das ist schon ein sehr spezieller Plan, den er hier verfolgt. Wenn er das etablieren kann, ist es natürlich mega mächtig. Man sieht das auch. Er hat keinen langen Weg zur dritten Basis von Scarlet. Die vierte von Scarlet ist hier oben. Das ist die vierte und fünfte baut Scarlet gerade parallel. Und Blink ist gleich da. Die Linke wird das ein Counterattack auf die dritte von Astrea. Und da fehlt es ein bisschen an Defense. Da wird die Schildbatterie geknabbert. Die Probes werden aber irgendwie am Leben gehalten. Die Skeletons stellen sich in die Lücke. Versuchen ihr Bestes, das zu schützen, bis Unterstützung eintrifft. Parallel hier die Linke treffen auf die Stalker. Sehen, dass da ein bisschen was irgendwann etabliert ist. Die Skeletons wurden gefressen. Und damit die Probes müssen zurück. Die dritte Basis ist damit komplett ausgeschaltet erstmal. Das Mining wird ausgebremst. Der Nexus kann selber auch noch angegriffen werden. Astrea ist halt so konzentriert auf sein Gebiet hier vorne, dass er seine dritte nicht vernünftig schützen kann. Muss auf den nächsten Warpin da warten. Aber selbst sein Stalker in der Natural fällt inzwischen. Der Cybernetics Core wird jetzt angeknabbert. Also es gibt Probleme für den Protoss hier gerade. Er hat das nicht ganz unter Kontrolle.
Scarlets Lingmasse überrascht Astrea ein bisschen. Und Scarlet geht auf plus 2 Attack für die Dinger. Sie werden noch mal mächtig. Und Blinkstalker sind nicht so toll gegen Speedlinge, wenn kein Support mit dabei ist. Und es sind viele Speedlinge da. Die sind jetzt auch da, ist dieser neue Nexus. Die Dinger kommen von der Rückseite und auch von der Front. Die Stalker sind jetzt alleine hier draußen. Schildbatterie ist dabei. Die können gefressen werden. Pylon kann auch gefressen werden. Schildbatterie 1 und 2 sind down. Pylon ist down, aber es gab noch einen Sprung zuletzt. Trotzdem, es sind so viele Dinge. Und die Stalker, wie gesagt, sind nicht so gut dagegen. Die Linken jetzt hinter die Golden Rails. Aber dafür ist der Nexus eigentlich Geschichte. Nein, die Dinger rennen weiter Richtung Dritte. Brodos Army ist da ein bisschen aufgeteilt. Da stehen ein paar Einzelneinheiten. Da wird der Nexus ein bisschen kurz angeknabbert. Die Linge suchen nach weiteren Möglichkeiten. Da steht ein Adapt an der Natural. Den kann man vielleicht kaputt machen. Also der Cybernetics Core, der ist nämlich schon angeschlagen. Und die Brodos Einheiten sind sehr zerstreut gerade. Die müssen einfach zu viel Fläche verteidigen. Und das kriegt Astrea gerade nicht ganz. Er hat sich mit dieser vierten eventuell zu weit aus dem Fenster gelehnt. Cybernetics Core wird gefressen, wird dann nachgebaut weiter hinten. Öffnet aber die Lücke ein bisschen mehr. Okay, doppelt Cybernetics Core sogar. Und Scarlet einfach mit noch mehr Linge. Und jetzt auch Bainige. 104 Linge auf dem Feld. Währenddessen die vierte Basis kriegt Besuch. Und gleich kriegt er auch... Okay, er versucht hier nochmal... Okay, Astrea dreht er richtig durch. Also jetzt hat Astrea den Verstand verloren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil er kriegt halt gerade richtig Probleme. Es ist noch kein Bening-Speed da, aber trotzdem. Die Bening ist hier eine große Bedrohung. Nichts von diesen Einheiten ist jetzt mega agil. Adepts sind jetzt nicht für ihre Geschwindigkeit bekannt. Und Resonic Glaives haben sie auch nicht. Das heißt, die Beninger gehen da mal kurz rein, wollen sich da durchsprengen. Das, die dritte Basis ist damit mehr oder weniger Geschichte. Der Pylon ist fast down. Die Schildbatterie wird gefressen. Da kommt nochmal ein Warp-In, aber die Linge haben das Ding schon überwältigt. Die Zealots, die danach kommen, sind auch nur Futter. Die Linge haben noch nicht ganz plus 2, aber das brauchen sie nicht mal. Und es gibt parallel natürlich einen weiteren Angriff, auch auf die vierte. Die dritte ist Geschichte. Wir springen kurz rüber mit einmal Zeitversatz nach hinten und dann auf die vierte. Weil da gab es denselben Angriff. Im Prinzip Baninge plus Linge in großer Masse. Und auch hier, Zealots ohne Charge sind langsame Einheiten. Einzig die Stalkers sind agil, aber die müssen halt dann die Zealots offen stehen lassen. Und da haben die Baninge ihren Spaß dabei, sprengen sich da durch. Der Nexus kassiert, die Pops kassieren 20 Stück down. Und auch die vierte Basis ist Geschichte für Astrea. Also wie gesagt, er hat sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt. Alles darf er sich dann doch nicht erlauben gegen Scarlet. Die kontert das aus mit Lingen, braucht noch nicht mal das plus 2 Melee-Attacks dafür und macht damit ihren Anschlusstreffer. Also nicht, es ist ein lustiger Plan, aber wie gesagt, das ist ein bisschen too much. Ein Hauch zu viel. Das Rad ein bisschen überdreht in dem Fall für Astrea und somit verliert er da eine Karte. Wir wandern weiter zu Babylon, oder wir teleportieren weiter zu Babylon, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und auch da wird an den Grundopenings nichts verändert. Wir kriegen die Gateway-Expansion mit Adepts und einem Stargate. Und auf der Zerg-Seite Hedgecast Pool, dritte Hedge und Speed-Upgrade. Also das übliche Bild für ein PVZ. Scarlet jetzt mit ihrem ersten Treffer. Was geht da noch in dieser Serie? Der Adept portet rein tatsächlich in die Main. Gibt sich Mühe, da nochmal Kills zu holen. Teleport ist jetzt wieder verfügbar und damit will man seinen Fluchtweg quasi bahnen. Zwei Linge mitgenommen. Die Queen ist alleine nicht genug, um diesen Adept aufzuhalten. Scoutet auch einmal durch, sieht jetzt aber nichts Ungewöhnliches. Nimmt eben zwei Linge mit. Netter Zusatzdamage. Und dann kommt eben das Oracle, das die Hauptarbeit verrichten soll für den Protoss hier. Ja, Adept wandert da einmal in die Ecke, wartet auf Unterstützung. Da kommt das Oracle angeflogen. Wie man sieht, da ist eine Probe auch schon in Position für einen dritten Nexus. Und zweites Oracle kommt dann auch. Der bewegt sich dann auch wieder mit nach vorne. Scarlet wendet das mit den Queens, mit den Dingen. Will jetzt einfach möglichst wenig verlieren an der ganzen Geschichte. Und Adapt geht sogar rein. Oracle mischt sich mit ein. Adapt wird dafür geopfert. Ne, das wird kurz aufs Oracle umgeschwenkt. Trotzdem der Adapt fällt. Aber es kostet 5 Drones. Das ist ordentlicher Damage. Runter auf 30 Worker, wie man sieht, ein Siebtel der Economy gerade zerstört und zudem ein bisschen Mining Time auch gezogen. Aber es wird sofort nachgebaut. Ja, das hat Scarlet mehr Queens unterwegs. Noch mal ein paar Linge draußen. Aber gegen die Oracles können die nicht so viel erreichen. Dritte Basis kommt. Und mit den paar Lingen wird man das wahrscheinlich nicht stoppen können. Währenddessen kommt ein Weiler Council danach. Es kommen mehr Gateways bei Astrea für Scarlet. Spore-Caller. Und irgendwann wird dann auch ein Leertag folgen. Erstmal noch eine Evolution Chamber. Und die Linge, ja, sie suchen nach Kills. Aber da geht gerade nichts. Stattdessen ist es der Overlord, der hier ein bisschen leidet an dem Stalker. Das sieht man dem Oracle Burst Laser an. Linge werden gejagt. Aber für Scarlet in der Zwischenzeit wird einfach mehr und mehr Economy gebaut. Nochmal ein Satz Drones dazu. Da sieht man eben, dass das Early Game für den Protoss besser war, was die Economy betrifft, dank dem Damage, den man gemacht hat. Und dann haben wir hier aber die nächste Phase mit Blink, was unterwegs ist. Der Overlord wird auch noch weggeschossen. Und dann haben wir eine vierte Basis für Scarlet. Leertech noch nicht gestartet. Erstmal kommt das plus 1 Milliatechs, meine Milliatechs. Die Speedlinge haben nicht schlecht funktioniert und wir kriegen wieder Blink. Das heißt, die Speedlinge haben auch hier ihre Daseinsberechtigung. Mit weiteren Upgrades kann man da einiges erreichen. Oracles versuchen
Kontrolle über die Map zu bewahren, währenddessen die Adepts die vierte Basis sehen und dann auch noch mit reinporten können, um weitere Drones anzugreifen. Ziel ist hier gerade die Natural, aber wird abgebrochen, weil man die Linge sieht. Und worker-technisch geht es nach oben für beide Seiten. 59, 56 mit mehr und mehr unterwegs. Roach wollen für Scarlet jetzt. Also es bleibt nicht bei Lingen only. Währenddessen schnappt sich Astrea eine Forge und wartet eben auf seinen Blink. Das wird noch dauern. Hier draußen die Adepts wurden gefunden, surrounded und gefressen. Erfolgreich zwei Gefährdungen auf der Map eliminiert und auch das Oracle kassiert hier einiges an Schaden, wird dann auch zurückgerecallt. Also soweit die Defensive läuft gut für Scarlet. Hat jetzt nicht mega viel dran verloren, konnte den Protoss dann mal komplett zurückschieben. Eigene Economy läuft soweit. Weitere Drones können dann folgen, es kommt nämlich ein Doppelhatch sogar. Es kommt eine vierte und eine fünfte parallel. Sorgt natürlich für sehr viel Larven, das heißt man kann viele Dinge bauen. Oder man kann ganz laufend Drones bauen, um das beides zu bestücken. Wir haben jetzt eine 50er Economy, bald eine 60er Economy. Da ist Astrea tatsächlich gerade schon weiter, weil auch er geht auf eine vierte und baut weitere Probes. Also die Protoss Economy steht der Zerg Economy nichts nach. Die Lingmasse kommt, das plus 1 Attack Upgrade wird folgen. Plus 1 und dann Charge unterwegs für Astrea. Sein plus 1 hat er ein bisschen vergessen. Die Forge gab es jetzt schon ein bisschen, ehe das plus 1 hier gestartet hat. Chrono Boost mit drauf, Templar, Kaifers nächstes. Die Oracles hängen hier ab, sehen die ganzen Linge, die durch die Gegend jagen. Und wenn das ein Ling Run bei mal auf die dritte, da steht ein Stasis Ward, das spielt hier aber keine Rolle, die Gateways blocken, die Stalker schießen ein bisschen was weg. Wenn das dann kommen jetzt danach 13 weitere Drones, als Scarlet hier die vierte Basis sieht. Erstmal massig Economy hochpushen, wie gesagt, das geht dann ziemlich schnell mit den ganzen Hatcheries, ist das kein Problem, die Basen dann zu füllen. Trotzdem, Astrea ist halt selber sehr krass aufgestellt in der Eco. Man sieht, das Mining-Vorteil ist wieder beim Protoss und das sogar ordentlich mit 600 pro Minute. Das wird Scarlet aufholen, ziemlich schnell sogar mit den ganzen Drones, die man als Zerg aufs Feld schleudern kann. Aber trotzdem, Astrea ist im Supply sehr, sehr nah dran und holt sich eben seine eigenen Werkzeuge alle und killt jetzt auch einen Satz Drones noch, weil hier ist kein Spoiler da, die Queens nicht ganz in Position. 5 Kills gemacht, ist auf 72 nicht mehr ganz so schlimm und ein Oracle verliert auch sein Leben dafür, also der Trade am Ende nicht ganz so krass für Astrea. Holt sich die Scouting-Info, sieht den Leertag. Eben die Linge bekommen Upgrade. Was in der Zwischenzeit gut gewachsen ist, ist auch der Creep, weil es halt außer den Oracles keine Map-Präsenz von Astrea gab. Kümmert sich komplett um sein Gebiet zu Hause. Wie man sieht, rollt das nochmal zu. Hat 4 Basen online mit fast 90 Probes. Also er spielt wieder auf so eine richtig massive Economy als Protoss. Da kommt dann richtig viel Masse dabei rum. Man sieht das ja auch bei über 3000 Mineralien pro Minute. Also er hält mit Scarlet damit. Was das Mining betrifft, hat sogar immer noch mehr Mining gerade als Scarlet. Hauptsächlich dank Vespingas, dass er mit dazu sammelt. Da kommt Storm. Charge ist gleich da, dann kann plus 2 eigentlich direkt folgen. Das Geld sammelt sich jetzt sehr, sehr schnell für die beiden. Oracle hier nochmal unterwegs. Scarlet schnappt sich Baning Speed, das hat's Overlords und dann ist sie bei 200 eigentlich angekommen. Und kann dann Supply auf Max outbauen. Hat zwar Roachhorn gebaut, 14 Roaches auf dem Feld, trotzdem Hauptmasse sind Linge. Wie man sieht, wir gehen auf fast dreistellig Linge. Baning Speed eben, um das zu unterstützen. Da ist Storm dann auch nicht so effektiv. Storm ist... Ja, auch gegen Baninge geht's, gegen Linge ist Storm jetzt nicht ganz so geil. Linge können relativ schnell ausweichen, Ravager kommt dann auch mit dazu. Trotzdem auf beiden Seiten, die Werkzeuge werden mächtiger und mächtiger. Die Economy ist stark aufgebaut, trotzdem ist die Protoss-Economy immer noch die stärkere. Scarlet hat zwar mehr Masse, aber das liegt hauptsächlich an den Roaches, was dafür sorgt, dass sich das Supply schnell füllt. Astrea steht dem eigentlich nichts nach, ist bei 155, baut sogar noch Cannons, also er hält sich hier wirklich sehr defensiv. Er spielt jetzt gerade einen ganz anderen Style. Wir hatten es jetzt mehrfach, dass Astrea Scarlet einfach gnadenlos belagert. Jetzt ist es umgedreht. Astrea geht voll auf die Defensive, bunkert sich hier hoch. Und man sieht, dass seine Masse ist durchaus da. Storm hat er mit dabei, einige Stalker, da kommt schon mal der erste Storm. Gut, wenn die Linke hier so gebündelt sind, ist Storm dann durchaus auch erfolgreich. Und die Protoss Economy ist halt wirklich bei 90 zu den 85 und das bleibt auch gerade so. Scarlet sucht eben nach einem Opening, aber man sieht, wie abgeriegelt hier Astrea steht mit seiner ganzen Truppe. Er will da gar nichts zulassen. Muss halt aufpassen, die Templer sind... Ah, und die Templer machen hier einen sehr, sehr guten Job. Sogar das nächste Wort macht auch einen guten Job. Die Baninge hier werden abgefangen. Also die Zerg Army, sie versucht's. Nächste Welle kommt, Scarlet kommt auf der anderen Seite, aber da haben Storms eingeschlagen, da kommen nochmal Storms. Scarlet will da irgendwo Damage haben. Scarlet läuft halt komplett auf. Sie ist halt nirgendwo wirklich durchgebrochen. Sie ist außen rumgelaufen, hat von den Cannons Schaden kassiert. Hier kommen nochmal Einheiten aus der Stasis gleich raus. Das hat vielleicht ein Pylon oder so gekostet. Das war alles. Der Trade am Ende, wie man sieht, etwas besser für Astrea. Aber seine Economy läuft halt besser. Das heißt, am Ende ist das trotzdem sehr solide. Ich finde gut, jetzt ist die Sorge-Economy ein bisschen besser. Aber nicht viel. Scarlet hat ja auch eine Basis mehr eigentlich. Problem ist halt auch die Kosteneffizienz, die der Protoss tendenziell auspacken kann mit seiner Armee. Wir sind jetzt schon bei 6000 zu 2400 Resources lost. Plus 2 kommt damit dazu. Baning Rumbys sind schwierig, wenn so viele Cannons im Weg stehen. Aber der Versuch ist trotzdem da, da mal reinzurennen. Die Linge rennen mit rein. Die Baning raufen tatsächlich hoch.
Die Bänige crashen da Richtung Templar, da kommt Storms, um die Bänige loszuwerden. Da kommen aber noch mehr Linge in der Bänige nach. Jetzt kriegt das Spray ein paar Schwierigkeiten. Unten an der Basis sind die Linge auch am Fressen. Am Ende die vierte wird gehalten, an der dritten wird auch gehalten. Stattdessen gab es auf der anderen Seite den Damage. Denn Astraea hat ein Konto unterwegs, ein Warp plus Martieren, Warp in reingebracht und sich selber in die Mainbase dann bewegt. Mit plus 2 Attack ist da einiges an Schaden drin. Man sieht, der Charge ging hier eben auf die, was ist das, die vierte Basis. Und da starben schon mal 6 Drones. Die Salads jagen dann noch mal weiter. Scarlet baut 50 Linge nach. Das Warp plus dann bewegt sich Richtung Mainbase. Also da ist es Scarlet, die tatsächlich leidet. Die Queen auch keine Chance. Die Linge versuchen sich dann drum zu kümmern, aber die Salads sind trotzdem ein gefährlicher Gegner. Wir werden hier dann surrounded. In der Mainbase soll es weitergehen. Da wurde das Warp plus aber abgeholt. Dafür stirbt nochmal eine Queen. Trotzdem Astraea hat den Economy-Schaden hier gemacht und baut selber jetzt seine fünfte mit dazu. Muss trotzdem ein bisschen auf den Creep achten. Es ist halt, es ist so viel, also Scarlet hat so viel Map-Vision, so viel Map-Control. Aber man merkt, der Protoss ist stark. Scarlet muss da aufpassen. Astraea hat eine mächtige Armee. 25 Stalker, 5 Templar, 3 Archons mit drin. Immer noch eine richtig krasse Eco dahinter. Man sieht das. Mining-Vorteil war nie groß auf Zerg-Seite und Zerg hat inzwischen 4000 Ressourcen mehr verloren. Da oben gibt es den nächsten Salad-Run-By, zumindest sollte es den geben. Bane kommen mit dazu, die Dinge rennen da ran, versuchen da zu blocken. Die Salads schlagen sie trotzdem noch mal einige Dinge durch. Astraea ist maxed out. Holt sich sein plus 3. Wenn das kommt ein Infestation Pit, das Wort habe ich gerade gesucht. Die Salads werden das ein Rennen weiter. Finden auch die Basis hier unten, die fünfte. Schlagen die Drones ein bisschen, haben wir jetzt ein Bane mit dabei. Das heißt, die Salads werden relativ schnell aufgelöst. Trotzdem nehmen sie nochmal Linge mit. Man will jetzt nicht Baninger gegen einzelne Salads opfern. Das lohnt sich dann auch nicht. Da lässt man den Job den Lingen. Aber Astraea schnappt sich einfach eine weitere Base. Es ist krass, wie Astraea wirklich jetzt stilistisch komplett gedreht hat. Und jetzt bunkert er sich hoch zu Carrion. Da kommt ein Fleet Beacon, da kommen zwei weitere Stargates. Also rüstet da in andere Late-Game-Situationen auf. Nicht gegen Lurker, sondern mit seiner eigenen Air-Army, die er da im Plan hat. Mit plus 1 Attack da auch unterwegs. Parallel neues Warp-Prison. Neuer Versuch, Damage zu machen. Die Salads aber sind nicht erfolgreich, werden eingeladen, werden weggeflogen. Der Warpin wird abgebrochen. Naja, die fünfte Basis läuft. Also Astraea Economy immer noch. Er bekommt ja gut Cash rein. Warum sollte er nicht einfach chillen? Er bekommt ähnlich viel, wenn nicht sogar mehr Geld rein als Scarlet. Baut sein Tech weiter auf. Seine Infrastruktur weiter auf. 4 weitere Archons. Scarlet ist halt mit einer relativ Low-Tech-Army unterwegs. Es ist Roach, Ravager, Link, Baning. Sind mehr und mehr Baninge. Das macht die Army durchaus gefährlich. Aber man sieht Storm. Knallt richtig, richtig übel. Und es sind halt noch viele Archons mit dabei. Und wenn die Archons reinlasern mit plus 2 Attack oder dann auch gleich plus 3 plus Zusatzschaden gegen biologische Einheiten, das tut weh. Scarlet hingegen mit dem Setup, vielleicht kann man einfach hier die Probes unter den Nexus wegrollen. Parallel gibt es auch das Warp Prison an der eigenen Basis. Jetzt also, ich komme mir auf beiden Seiten in Gefahr. Da kommen Storms in verschiedene Richtungen, um die Baninge aufzuhalten. Da kommen immer noch mehr Storms. Baninge wollen trotzdem die Protoss-Army knacken, anstatt die Probes. Und die Protoss-Army bleibt bestehen. Scarlet läuft hier auf und damit hat sie den Fight versammelt. Und hinten verliert sie die Economy. Und damit ist das Ding tatsächlich schon gelaufen. Das wäre, braucht nicht mal die Carrier. Sondern Scarlet wird in dem Fall wirklich hart aufgesammelt. Also, da war eben, ist die Frage, da war der Gedanke für Scarlet, kann ich einfach seinen Kern überrennen mit den Baningen? Das war der Gedanke mit den ganzen Baningen von allen Seiten. Man sieht ja das Setup mit insgesamt, was sind das hier am Ende, 50, 60 Banes? Ja, 56. Und das auf langsam stellen. Da war jetzt eben die Entscheidung, gehe ich direkt auf den Protoss-Kern oder gehe ich rüber zu den Probes? Und man sieht, Scarlet zieht die auseinander, splittet ein bisschen Präventiv-Storms hier, bisschen auf die eigene Armee getroffen. Dann kommen noch mal ein paar Baningen von der Rückseite, die hoffen, dass man irgendwie an den Kern rankommt. Problem ist, man trifft halt hauptsächlich diese Archons. Man sieht, plötzlich ist von den Baningen nichts mehr da. Scarlet droppt halt mal spontan 70 Supply. Und währenddessen das Sphere ist halt immer noch bei 200. Und da drin kommt von Scarlet einfach das GG, weil der Fight, der war es wahrlich nicht, hat nun doppelt so viele Ressourcen verloren. Also Astraea wirklich selbst in der Defensive mit einem sehr gechillten Style von seiner Seite stompt die Zerg-Army weg, stompt Scarlet hier weg und macht damit das 4:1 klar. Astraea gewinnt damit die Amerika-Region. Hätte man wirklich nicht vermutet, wenn man nach der Gruppenphase gegangen wäre. Aber Astraea hat in den Playoffs so hart aufgespielt, so einen Gang zugelegt, dass niemand hinterherkam. Und damit hat er die Krone für das, für die Masters Summer in der Amerika-Region. Damit auch automatisch sein Spot für das Allgemeinturnier. Das kommt, nachdem wir Europa gemacht haben. Europa-Region fehlt noch. Und dann machen wir das Gesamtturnier. Es gab 2 Spots für Amerika und die gingen an Astraea und Scarlet, eben die Finalisten. Und da bekam jetzt Astraea nochmal ein paar Punkte mehr und auch 2500 Dollar mehr in Sachen Preisgeld. Ja, krasse Run von ihm, muss man schon sagen. Auch für Scarlet sieht es dann in der Gruppenphase jetzt auch nicht so gut an, hat sich dann vorgekämpft durch die Playoffs, nur Astraea war eine Wand, die sie nicht bezwingen konnte. Das ist mir, bis zum nächsten Mal und tschüss.